Ist eigentlich nur ein langer Kampf, mehr ist das hier nicht. So, und dann einmal, genau, ein Herzcontainer. Das war der letzte. Ab jetzt müsste man nämlich nur noch Herzteile sammeln und dann würde man die Leiste voll haben. Aber die haben wir jetzt nicht. So, und einmal durch. Ja. Halle der Weisen. Und, wer wird der Leise sein? Ich weiß es ja schon. Und, könnt ihr es euch denken? Ja, sie ist es. Wer sonst? Hallo. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, ich bin groß. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Jo, danke fürs Kompliment. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Gandalf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemanden wie ich ist letztendlich die Weise der Geist. Letztendlich Weise der Geister. Entschuldigung. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Großer. Nein, Link. Der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Yeah. Das Amulett der Geister. Naboru gibt sich als einen der Weisen zu erkennen und übergibt dir ihre Kraft. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Ja, das war ich als Junge aber auch schon. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Wie jetzt? Krieg ich was geschenkt? Schade. Hätte klappen können. Oh, jetzt fängt's an. Link, der Auserwählte. Endlich. Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Tja, wer wird das wohl sein? So, meine Lieben, jetzt haben wir nur noch ein Problem. Und zwar haben wir Linz Inferno und Nairus Umarmung. Hier fehlt aber noch etwas. Die Pfeile will ich jetzt nicht groß fertig machen. Aber was mich wirklich noch etwas nervt ist, oder was ich mir noch holen möchte, wäre den Schutz, den Herzschutz. Denn den kann man wirklich gut gebrauchen im Kampf gegen Gandalf. Denn Gandalfs Kampf wird etwas schwerer als alle anderen hier. Kantate des Lichtes. Hoch, rechts, links, hoch. Okay. Hoch, rechts, links, hoch, rechts. Dum, 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 dum. Du, 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 du. Ja, ab zur Zitadelle der Zeit. Dann werden wir mal gucken, wer uns da erwartet. Und Daniel DeLouch, nicht wahr? Ich habe auf dich gewartet, Link. Was, wer bist du denn? Ach, du, Sheik. Hallo, Sheik. Link, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe. Ein letztes Zusammentreffen mit Gandalf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shika über das Triforce erzählten. Oh Mann, jetzt wird's bunt. Suchst du das Triforce, so höre gut zu. Es befindet sich im Heiligen Reich,
Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Das Triforce, Symbol der Macht, bringt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforce-Trägers, hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihren Handrücken. Sieben Jahre zuvor drang Gandalf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Gandalf lediglich, das Triforce-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Schwein. Daher sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Link. Das Symbol der Weisheit trägt das siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Das trägst du, Sheik. Achtung! Es ist Zelda! Genau das wusste ich. Schon lange, aber naja, man kann ja hier nicht alles spoilern, wa? Sheik ist Zelda. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hochhule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich von Gandalf verstecken musste. Heute, vor genau sieben Jahren, suchte Gandalf mit seiner Horde wilder Kriegerinnen Hoole heim. Och nö, jetzt muss ich nicht die ganze Zeit, auch das tut doch weh. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Das stimmt, du hast mir die Ocarina an den Kopf geworfen. Das tat weh, Mädchen. So was macht man nicht. Dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Das ist gut zu wissen. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Gandalf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Du wurdest schwanger. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert sieben Jahre im Heiligen Reich. Scheiße, wa? Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Gandalfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Gandalf verlor mehr und mehr sein wundmenschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und zu meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete sieben Jahre.
Nun mach mal den Kopf wieder hoch. Geht doch. Doch nun, endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Täusch dich da mal nicht. Die sechs Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in den Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alle Böse für alle Zeiten aus Hyrule verschwinden. Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Yeah, die Eispfeile haben wir dann aber trotzdem noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob wir uns die vielleicht doch holen sollten. Brauchen tun wir sie eigentlich nicht. Ist eigentlich nur Gimmick. Aber die Lichtpfeile, die brauchen wir halt definitiv. Ich meine, das ist alles schon viel zu lange her. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, was man hier noch wo kriegt. Die Lichtpfeile. Platziere sie auf da, um bla bla. Verschießen bla. Das Licht des Guten zerstört das Böse. Dieses Beben. Was geschieht hier? Das darf nicht sein. Nein. Zelda. Prinzessin Zelda, endlich hab ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Tja, endlich gibst du dich zu erkennen, Mädchen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. So ein Arschloch. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Verdammter Mist.